So. Oh Gott, das war aber ganz schön knapp hier, ne? Das war knapp jetzt. So. Ich möchte natürlich auf 50 beschleunigen. Ich habe jetzt gerade die falsche Taste gedrückt. Das passiert natürlich auch manchmal. So, der biegt bestimmt. So, wunderschön. Haben wir das auch geschafft. So, jetzt kann man wieder 50 fahren und ich werde gleich runden wir wieder auf... Nein, wir kommen auf die Autobahn. Das heißt, wir runden auf 80 auf sogar. Aber ab da vorne müsste theoretischerweise sogar schon 70 erlaubt sein. Ich sollte ein bisschen mehr aufpassen. Und wir fahren in Richtung Malmö anscheinend, so wie ich das sehe. Okay, habe ich nicht mehr ganz geschafft. Tja. Ich muss ja nicht alles schaffen hier, ne? Ach Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen. So. Ich finde diese Anzeige ziemlich gut, weil da brauche ich nämlich das F3 hier nicht mehr. Das F3-Menü nicht mehr. Da sehe ich zwar nicht, wann ich müde bin, aber da sehe ich halt auch schon ziemlich gut Geschwindigkeit. Und das ist ja der Hauptgrund, warum ich das F3 aufhabe, damit ich die Geschwindigkeit besser abschätzen kann. Aber wenn es hier so ein Digitales gibt, dann nehmen wir natürlich auch das. Weil man kann das ja so auf der Entfernung durch die Skalierung und alles leider nicht erkennen auf dem Tacho. Und daher, ja. So, wunderschön. Jetzt kann ich wieder auf 70 temporieren. Boah, der braucht jetzt aber ziemlich lange hier, ne? Ich habe doch plus 12 Tonnen oder so drauf, ne? 17 Tonnen sogar. 17 Tonnen Würstchen. In Rostock haben sie wohl keine mehr. Ach, die Rostocker, weißt du? Hier. Die Rostbratwürste. Ach ne, das sind ja Thüringer. Haha, genau. Nicht Rostocker. Irgendwas war das aus Rostock. Die haben, glaube ich, da so, ne? So ist das leider. So ist das leider Gottes. Die haben zu wenig Würstchen. Ach ja, ach ja, ach ja. Der Sound von innen ist aber auch richtig geil bei dem LKW, ganz ehrlich. Da muss man schon sagen, ist nicht schlecht oder ist nicht von schlechten Eltern gemacht. Kommt einem tatsächlich schon ein bisschen realistischer vor als Dazimal. Beziehungsweise von anderen Trucksitz. Trucks. Weiß ich aber nicht. Diese blöden Kreditraten, ey. Ganz ehrlich, die bringen mich noch ins Minus. Die bringen mich einfach noch ins Minus. Aber es macht so schon ziemlich viel Spaß, muss man sagen. Das ist alles schon ein Punkt, wo man sagen muss, alles super duper. Was ich mir hier allerdings tatsächlich vorstellen könnte bei ETS 2 wäre, wenn man Echtzeit hat. Das heißt, dass die Strecken natürlich dann durchaus auch länger sind. Also realistischer angepasst und ja, dass halt Echtzeit einfach ist. Wobei das ja hier alles angepasst ist und so und daher. Sind, denke ich mal, schon realistische Strecken alles, keine Frage, aber ich fände es so halt schon irgendwo, ja, cooler, würde ich sogar sagen. Aber gut, das ist ja jedem selbst überlassen und ja. Wir haben noch einen halb oder ein Dreiviertel vollen Tank, ein bisschen mehr als eine Hälfte voll, besser gesagt. Jetzt hatte ich gerade einen kleinen Leck. Mit 60 FPS, aber
61, 62, 58, 59, 60. Ja, so ist das halt. In der Dreh ist es immer wieder ein bisschen höher und mal ein bisschen tiefer und so. Aber gut, das kennt man ja. So, da ich jetzt gleich links auf die Autobahn drauf muss. Aber ich konnte die ganze Zeit schon 80 fahren. Warum fahre ich denn keine 80? Egal, 70 fahren ist besser. Da passiert mir definitiv nichts. So. Blink, 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 blink. So, jetzt muss ich mich wieder hier hochquälen, weißt du? So, machen wir mal ein Thermomat an, dass ich die ganze Zeit auf Gas stehen muss. Dass er für mich automatisch Gas gibt. So. Da kommt nix. Da kann ich ja drauf fahren. So. Gib Gas, mein Kumpel. Gib Gas. Du darfst 80 fahren und nicht nur 70. Gib Gas, mein Kumpel. Ach, jetzt wird's gleich schon wieder einspurig. Was ist denn das für ein Scheiß? Egal, ich fahr trotzdem 80 jetzt weiter. In dem Falle. Das wäre aber schon ein Punkt, wo man geblitzt wird. Deswegen bremse ich mal ganz kurz ab. Und gebe jetzt wieder Gas. Wie unfair das Ganze ist, ist ja Wahnsinn. 70. 70, 71. Wunderschön das Ganze. Meine Katze schläft auf dem Stuhl neben mir. Ist wunderschön, weißt du. Solltet ihr ein Mauzen hören, dann ist es meine Katze, die sich, die mir gerade antwortet, ja. Das heißt, ich höre ja gar keinen Monolog die ganze Zeit. Mir hört ja einer zu, jetzt hört eine Katze zu. Ich rede ja nicht mit mir selber. Ist das wunderschön. Aber trotzdem, natürlich höre ich einen Monolog. War jetzt eine blöde Aussage von mir, muss ich zugeben. Aber so ist das Leben halt. Auch ich darf einmal blöde Aussagen treffen. So, ich glaube, wir gehen jetzt gleich mal tanken, würde ich sagen. Wobei es eigentlich keinen Sinn macht bei ein bisschen mehr als eine Hälfte des Tanks. Aber ich muss ja Geld sparen und daher... Vielleicht ist es hier ja gerade ein bisschen billiger. €15,18. Ja, ist billiger. So. So. Wunderschön. Und jetzt langsam tanken, 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 tanken. Also, 14,62, das macht 1,60 € an Dieselpreis. Das ist ja Wahnsinn, was hier 14,62 kostet. Aber hab gleich mal 1.000 € dafür ausgegeben. Und die Autofahrer regen sich auf, dass sie 50 € zahlen müssen, weißt du? Oder 70. Ich musste 1.000 € fast ausgeben, ja? Fast 1.000 €. Gebt erstmal so viel Geld aus. Gut, ich habe auch ein paar tausend Liter mehr drin im Tank, ne? Also ich kann jetzt wieder ein paar tausend Kilometer fahren. Ich glaube, so insgesamt 2.500 müsste das sein. Nee, doch nicht, oder? Doch, 2841 Kilometer kann ich mit dieser Tankfüllung fahren. Hab 1300 Liter.